gut gefahren. Ist Posse richtig oder schon Posse? Ja, das ist richtig. Das ist Elisabeth. Grüß dich, hallo. My name is Klaus Bosselmeier. I'm a professional photographer. I earn the money with my photographs and with events like this and some images connected to photography. The workshop will be divided in what we two really parts, because it's connected in photographing long exposure light, using light in space and time. Also um Licht in Raum und Zeit zu bewegen. I want to bring you to that point that you can imagine when you see two, let's say, a flashlight lamp, an LED chain. Wenn man also eine Lampe, eine Lichtquelle in der Hand hat, was man damit in Raum und Zeit, man muss es immer in diesen beiden Kategorien denken, damit auf einmal bewirken. Also heute Abend zum Beispiel eben die Möglichkeit nach dem Event, und ich befürchte, dass wir alle ziemlich kalte Füße haben werden. Und nicht nur das. Ich weiß nicht, soll ich jetzt die Wettervorhersage? Nein. Okay, Sturm. Es kommt, wie es kommt. Es kommt, wie es kommt. Ich weiß nicht, ja, aber es wird nicht wärmer. Wir sind einmal hier. Das ist halt so, wir sind halt relativ dicht am Oval. Mein Ground-Setting, meinen ganzen Hintergrund habe ich. Ich habe gleich eine Datei, wo ich alle Ebenen habe. Im Augenblick dauern die zu laden 2,6 Gigabyte. Eine Datei, ein Bild. Ich glaube 20 Ebenen. Und da können wir das mal machen, da knipse ich einfach mal die einzelnen Platinen weg. Und na, dann versteht man das besser. Es ist jetzt einfach nur, um es klar zu machen. Und da habe ich meine Leuchtstäbe, und auf die bin ich besonders stolz, weil das Produkt wird nicht mehr hergestellt. Das hat LED Denser gebaut als Gartenbeleuchtung. Das gehen wir schon in den Bereich der Werkzeuge. We go to the area of the tools. Because when the LEDs change the color and you move, you get a streak of light with changing the color. Kann ich Thank you.
German. Or if it's fewer, let me know. I'm happy with it. Still working slow.